Backe, backe Kuchen. Den Kroat müsst ihr suchen. Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. Nach einiger Zeit, nach kurzer Abstinenz, sind wir wieder zurück im Geschäft, würde ich mal sagen. Wir sind in Boston. Nein, ich let's play wieder. Ich habe mal wieder ein paar Minütchen für mich gefunden, für euch, für uns, für alle zusammen. Halt dein Maul. Von diesen aufgetakelten Dirnen. Ja, in der Tat bist du das nicht. Ja, und ich würde mal sagen, lass mal weiter zocken. Aber was ist das für ein Zettel? Zettel? Was ist denn hier diese Zettel? Da! Wie komme ich denn da dran? Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Links von uns, links von uns. Hä? Alter. Wir haben beim letzten Mal schon einen gefunden, jetzt will ich noch einen haben. Wow. Auf den Boden mit dir. Halt dein Maul. Du bist ein Toter. Haltet ihn. Wo ist dieser scheiß Zettel jetzt hin? Nein! Alter. Die gehen mir langsam ziemlich auf die Eier, ey. Bestimmte Objekte, ja, okay, das weiß ich schon. Die Aufnahme ist ziemlich am Ruckeln gerade. Ich hoffe, das wird später nicht so sein. Na, ist ja auch egal. Wenn doch, habt ihr Pech, dann guckt ihr halt zwei Bilder pro Sekunde und das ist auch cool. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja, ich würde mal sagen, wir könnten mal eine Mission starten. Was will der Hund jetzt von mir? Das wäre... Ja. Hi. Kann ich den mitnehmen? Interagieren. Ah, cool. Oh, der Süße. Jo, würde ich mal sagen. Ich will aber auch ehrlich gesagt die Stadt erkunden. Ich will mir das Ganze mal hier angucken. Alter. Alter. Ja, ich hab sie auch nicht alle. Was seid ihr denn alle behämmert? Wäre ich in Boston, wenn ich sie alle hätte. Warum komme ich hier nicht hoch? Da ist ein Pfeil nach unten. Wo ist denn das? Da will ich jetzt hin. Todessprung. Lol. Ah, cool. Geil. Was ist das denn? Untergrund betreten. Höhö, wir gehen in die U-Bahn. Höhöhö. Nach Untergrund Boston reisen. Ja. Was gibt's denn da? Ich hoffe, da gibt's Kekse. Aha. Leute, ich bin der größte Schisser auf Erden und wie. Macht mir das hier schon jetzt keinen Spaß. Halt dein Maul. Oh, die Stritsch. Hä? Geradeaus oder links? Ich gehe einfach mal geradeaus. Ist ein Schalter? Ist das ein Schalter? Ah, nein. Ich kann hier Licht anmachen. Ach, so ist das! Was kommt jetzt da raus? Nix. Kann ich hier auch ein Licht anmachen? Nein. Hallo? Wisst ihr, das Lustigste war bei Assassin's Creed 2 und Brotherhood, da gab es ja auch diese Untergründe. Ich habe mich jedes Mal verlaufen. Ich fand das immer so lästig, weil das so ultra lange gedauert hat, bis man da irgendetwas gemacht hat. Und jetzt habe ich mich auch anscheinend verlaufen. Achso, da kann ich nicht lang. Okay. Ah, der kann auch laufen. Nice, okay. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich gehe einfach mal hier hin. Alter. Fickt euch. Entwickler, fickt euch. Was ist hier? Kann ich Licht anmachen?
Und steht runter? Ja. Nice. Laterne ablegen. Warum soll ich die denn ablegen? Arschloch. Irgendwie macht mir das gar keinen Spaß gerade. Leute, um ehrlich zu sein. Das kommt mir... Alter! Boah. Das kommt mir vor wie bei Slenderman. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto unwohler fühle ich mich. Auch wenn das nur ein Typ im Anzug ist. Ohne Gesicht. Mit tausenden Händen. Hört ihr das? Was ist das denn? Okay, ich muss dann gleich zurück. Mach die Scheiße hier an. Aber dass es hier auch nichts zu holen gibt, ey. Und hier hört es sich an wie in der Kölner U-Bahn. Am Hauptbahnhof. Wo 300.000 ICEs über einen herfahren. Okay. Wo sind wir denn jetzt und was mache ich hier? Ich weiß nicht, wer den zweiten Teil gespielt hat oder Brotherhood. Da gab es ja eine Zeit lang diese komischen Wölfe, die man da verfolgen musste. Und die gingen mir ziemlich auf die Nerven. Wenn ich ehrlich bin. Da ist ein Pfeil. Okay. Dann gehen wir mal rechts. Okay. Ich höre die ganze Zeit etwas. Ich laufe da jetzt einfach mal hin. Von da komme ich doch, oder nicht? Okay. Wo gibt es denn hier noch solche behinderten Pfeile? Na, hier kann ich hoch. Nein, das ist ein Dingsbums. Leute, hier wird die übelste Party gefeiert. So kommt es mir vor. Was ist da denn? Hauptsache, hier kann man auch nichts mitnehmen. Entschuldigung. Da ist ein Fall nach rechts. Ja, schön. Und jetzt? Ihr miesen Schweine. Okay. Verglanzung. Da ist halt etwas. Was ist denn da? Was ist das? Aha. Interagieren. Richten Sie die Bilder, um Rätsel zu lösen. WASD, aha. Verstehe ich jetzt nicht. Was muss man da jetzt machen? Leute, versteht ihr dieses Rätsel? Ich check das jedenfalls nicht. Q drücken, um den Hinweis anzuzeigen. Aha. Okay. Der Maurer ist durch seinen Beruf gebunden, sich an Umständen Sittengesetz unterzuordnen und ihm gehorchen. Und wenn er seine Kunst recht versteht, wird er weder ein Atheist aus seinem Volk noch ein religionsfeindlicher Östling sein. Aber obgleich in alten Zeiten die Maurer verpflichtet werden, in anderen Ländern die ganze Welt und in anderen Religionen des Landes oder bla 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 bla. So hält man für recht ratsam, sie bloß in Religion zu verpflichten, in welcher alle Menschen übereinstimmen und jedem seine besondere Meinung zu lassen. Das heißt, sie sollen gute und wahrhafte Männer sein, Männer von Ehre und Rechts... Was? Rechtschaffenheiten. Durch was sie für Sekten und Glaubensmeinungen sie auch sonst sich unterscheiden mögen. Sei es das Christentum des Westens oder des Buddhismus. Aha, okay. Des Ostens?
Hierdurch wird die Maurerei ein Mittelpunkt der Vereinigung und ein Mittel treuer Freundschaft unter Personen zu stiften, welche sonst in Schengen voneinander... Aha, okay. Ja, cool. Ja. Wie kann ich jetzt hier wieder raus? Ja, das interessiert doch keinen. Wie war das jetzt, Westen? Nee, warte mal, Bullshit. Nein, das wollte ich doch nicht. Ah, warte mal, aber da stand es doch drin. Christentum des Westens und Buddhismus des Ostens. Ja, schön, wie kann ich das hier jetzt erschließen? Okay, doch. Warte mal, Buddhismus hat doch so... Meine Fresse. Siehste, hier fällt ja schon das Let's Failen an bei mir. Buddhismus im Osten. Das stellen wir dahin, das stellen wir dahin und das stellen wir dahin. Nein, so ist es schon mal nicht. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich kapiere es eigentlich ehrlich gesagt immer noch nicht. Hä? Leute, ich kapiere es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, was das Teil hier von mir will, aber ich will das jetzt gelöst haben. Interagieren, noch einmal. Ja. Ah, nice, ich hab's. Cool. Was kann ich jetzt machen? Verlassen. Toll. Das war also der Ausgang. Ich hätte, glaube ich, den Eingang nie mehr wiedergefunden. Oh, ich sehe so geil aus. Ne, jedenfalls finde ich eigentlich diese Rätsel ganz cool. Nur halt manchmal sind die irre lang und das dauert Jahrtausende, bis man da wieder rauskommt. Und wir haben Nacht. Ja, cool. Dann gehen wir mal die Mission starten, würde ich mal sagen. Ja. Okay. Weißen ziehen aufpassen, verlangsamen ihre Bewegung nicht in Ruhe lassen. Achso. Haut ab. Ja, ich kann da mit jemandem reden. Das sehe ich gerade auf der Karte. Wer ist das denn? Da ist ein Vogel. Ah! Da oben kann ich nicht gehen. Da ist ein Vogel. Da ist ein Postbote. Was sind, bedeuten diese ganzen Zeichen immer? Ich bin noch nicht wirklich hinter das Spiel gestiegen, was ich da wirklich machen kann oder tun soll. Abgesehen von Missionen. Es gibt halt so viele verschiedene Dinge, die man hier erledigen kann. Wo kann ich denn reinspringen? Warte mal, wo ist denn dieser Postbote? Der ist da. Sieht aus wie ein Haufen Gras. Seht ihr, da ist noch auf der Karte irgendein Zeichen. Zum Beispiel der Postbote Brief in Boston überbringen. Das interessiert mich nicht mal so. Ja, halt dein Maul. Aber was gibt's denn hier? Achso, hier kann ich mich... Aha. Interessant. Kartoffeln. Oh ja. Mein Gott, ey. Das Spiel wird manchmal komisch. Brief in Boston übergeben. Ja, okay. Ja, dann mach ich das mit dem da auch so. Spring! Kann er mich veräppeln? Vielen Dank. Brief in Boston. Aha, okay. Das sind 2 von 4, da mache ich auch jetzt den dritten da. Wo ist dann der letzte? Danke. Komm her, Hundi. Oh, der ist so süß. Ich finde das so cool, dass sie das so integriert haben. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, komm, mein Freund. Ja, der Hund ist halt der beste Freund des Mannes, ne? Nein, nicht der Frau. Nur des Mannes. Ja, boah, ihr nervt mich richtig krass. Da ist noch ein Gedöns. Das ist hier so gescriptet, das finde ich wiederum blöd. Aber hier ist so ein scheiß Brief, den krall ich mir jetzt. Ja, nice. Seiten des Almanach von... Ach so, das ist von einem
Ja, ah, okay. Okay. Ich hab das falsch. Alter Maul. Was? Ob ich ein Troll bin? Natürlich bin ich ein Troll. Was ist das da für eine scheiß Frage? Schulz! Nein. Was geht, Buddies? Sind wir schon zu viert, fünft, sechst? Okay. Ich starte einfach die Mission. Ich habe gar keinen Bock, mit den Idioten da zu reden. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, gutes euch, Satzi. Ozzywe? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor ein. Getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Regen. Als hätte ich davon nicht genug im Real Life. Muss ich mir das auch im Spiel antun. Der Regen sieht aber schon komisch aus. Angriff auf mein Signal. Verstanden. Der Typ sieht immer bekifft aus. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Magistrat Burns! Die zur Ergreifung der ruchlosen Bande von Pferdedieben auf den Bergpass führt. Aha. Und was genau soll ich jetzt tun? Drücke E, um eine Waffe aufzuheben. Achso. Ziele eliminieren. 0 von 13. Was ist denn da hinten? Was zur Hölle ist das? Bitte entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Unglück zugestoßen. Bringt es in Ordnung, aber schnell. Natürlich, Lord. Sofort. Ja, und jetzt? Nein! Gott! Verdammt! Das war nicht meine Absicht. Mist. Ich hätte die doch alle einfach von oben erledigen können. Warum? Oh Mann. Charles, ihr und William, ihr seid wie der Magnum aussieht. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Die ist hübsch. Also die scheint echt hübsch zu sein. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Na, ich werde sie persönlich beschützen. Aus dem ganzen Rheinland? Ich dachte, wir sind in Boston. Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigung haben sie? Du musst ihnen recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Los, Jonathan! Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein wirst. Ich mag meine Assassinen. Die sind wie fleißige Bienchen. Aber ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange.
Was geht, Leute? Komisch mit dicke BMW. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Okay, jetzt kommen meine Assassinen ins Spiel. Pam, 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 pam. Greif den Feind an! Das lief mal ohne Probleme. Leute, wisst ihr was? Wir machen hier eine kurze Pause und sehen uns dann im nächsten Part wieder, würde ich mal sagen. Ne? Bis dann, Leute. Tschüss.